Ja, herzliches Grüß Gott an alle Mostviertel TV-Seher und Hörer. Ich freue mich, dass ich da jetzt 3 Teile mit Ihnen durch die Natur gehen darf und vor allem, dass ich Sie motivieren darf. Ich bin Caroline Postelmeier, ich bin Wildkräuter-Expertin seit, ach Gott, na, ganz viele Jahrzehnte schon. Und ich brenne schon, weil da draußen ist Frühling und wir haben jede Menge zur Verfügung. Wir werden uns, in 3 Teile das anschauen. Wir werden uns die Bitterkräuter anschauen, wir werden uns die Erkältungskräuter heute anschauen, wir werden uns die Bewegungskräuter anschauen, jetzt in den nächsten Serien. Wir fangen gleich einmal an, wir sind im Frühling, es wächst alles. Es war der ganze Winter, war, da hat alles geschlafen. Und jetzt kommt es mit voller Kraft raus. Und die Kraft, die nützen wir, die brauchen wir, weil wir nämlich erstens vorbeugen müssen. Wir müssen da fit sein, dass wir da diese Virusgeschichten vergessen können. Und das schauen wir uns jetzt heute an. Ich war jetzt gerade draußen und habe noch einen Löwenzahn gefunden. Und der hat ja wirklich die Powerkraft entwickelt da die letzten Monate. Da unter der Schneedecke, weil ich wohne da ganz auf dem Berg, bei mir gibt es ja wirklich einen Schnee. So, und wenn wir uns da so einen Löwenzahn anschauen, der hat die Zähne wie ein afrikanischer Löwe. Und das ist jetzt der richtige Löwenzahn. Und von dem die Blätter, die können uns gleich von der Wiesen her essen. Und man kann natürlich auch die Wurzel verwenden. Die was mit der Harnsäure wenig zu tun haben, die könnten die Wurzel auch nehmen. Als Tee zum Beispiel, die tun wir aber dann ins Wasser legen, am Abend schauen, in der Früh dann 10 Minuten ziehen lassen. Aber den Löwenzahn jetzt zu essen, das hätte den größten Sinn, weil wir alle Vitamine drinnen haben, wir die Bitterstoffe drinnen haben und ganz viele so gesunde Sachen, die was wir uns oft in diese Nahrungsergänzungsmittel kaufen, die haben wir alle im Löwenzahn drinnen. Also unbedingt die jungen, frischen Blätter nehmen, zusammenschneiden und in Salat rein tun, in Topfen rein tun, rundherum. Sollten wir uns jeden Tag holen, die Sachen. Natürlich, das Bittere ist was Wichtiges. Wir haben alle ein Bitterzentrum. Wir sollten wirklich da ein wenig dahinter sein. Und vielleicht können wir jetzt im Frühling aussehen, schauen, dass wir mal fasten. Oder verzichten auf was Süßes. Wer sich da ganz schwer tut, da gibt es ein Bitterpulver gegen Heißhunger. Das ist ein ganz guter Trick, damit wir wirklich ein wenig besser fasten können. Dann nehmen wir eine Messerspitze und legen es auf die Zunge, lasst gut einziehen. Und der Geschmack auf was Süßes oder der Heißhunger, das Verlangen auf was Süßes, haben wir nicht mehr. Das tut auch außerdem im Körperschleim verdünnflüssigen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das Bittere hilft uns natürlich auch ein wenig beim Vorbeugen. Wo wir vielleicht jetzt gerade in dieser komischen Virenzeit, wo wir drinstecken, auch noch viel weiter können, dass es uns besser geht, ist das, dass wir sehr viel Flüssigkeit zu uns nehmen. Ich nehme mir einen Esslöffel Schwedenbitter ohne Kampfer, tue mir den in 1,5 Liter Wasser und den trinke ich vormittags schluckweise. Das hat jetzt den Sinn, 2 oder 3 Sachen hat sogar zum Vorteil. Das erste ist das mit dem Corona. Wenn ich nämlich ständig einen kleinen Schluck trinke, sind die Schleimhäute feucht und ich habe was Fitteres, somit kann ich die Viren runterschwimmen. Ich brauche nicht warten, bis sie die Viren da ansetzen, ich schwimme so wie. Und wenn ich das jetzt einmal Vormittag und einmal Nachmittag mache, dann tue ich Viren einmal vertilgen. Das nächste, ich tue mir das Fluor reiner machen. Dünnflüssiger machen. Ich tue mir die Leber unterstützen, die Galle unterstützen, die Milz. Alle Organe sind scharf auf was Bitteres. Und darum ist ein Löwenzahn wichtig, darum ist ein Bitterpulver wichtig, darum ist ein Schwedenbitter wichtig. Wir haben jetzt was Bitteres, dass wir die Fastenzeit besser mitbringen. Wir haben was Bitteres, dass wir das Fluor reinigen. Wir müssen vielleicht nur schauen, dass wir ein natürliches Vitamin D kriegen. Ich habe natürlich wieder meine Tricks, das ist eh klar. Ganz eine einfache Geschichte. Ich meine, die Pharmaindustrie sagt natürlich, da ist ein Lichtschutzfaktor drauf, geht es ja nicht jetzt Mittag in die Sonne. Ich sage Ihnen jetzt ganz was anderes. Aber das sind belegte Sachen, das ist nicht meine Philosophie. Ja? Aber ich mache es schon Jahrzehnte. Und zwar gehe ich ganz bewusst in die Sonne von 11 bis 1.
also in der Zeit von 11 bis 1, aber nur in 10-Minuten-Blöcke. Das hat jetzt den Sinn. Wir haben in der Zeit die UVB-Strahlen. Und nur von denen kann sich der Körper alles rausholen, dass er Vitamin D wird. Nicht UVA. UVA haben wir in der Früh, UVA haben wir am Abend, immer. Aber die wichtigsten haben wir zwischen 11 und 1. Ist klar, ich sage nicht, legen Sie nur da jetzt stundenlang in die Sonne und kriegen Sie einen gescheiten Sonnenbrand. Das war Wahnsinn, oder? Das machen wir nicht. Wir schauen ja auf uns. Aber der Trick dazu ist das. Ich gehe meistens sogar zweimal am Tag, zweimal 10 Minuten, in die pralle Sonne, zeige so viel Haut wie möglich her, was halt jetzt möglich ist in der Jahreszeit. Dann bin ich nach 10 Minuten leicht rot. Dann gehe ich rein, wasche mich kalt, lasse das auf der Haut eintrocknen und dann tue ich mir ganz hauchdünn drüber ein Aloe-Gel mit Zimt und Vanille. Und das macht es antiseptisch. Das heißt, die Haut, die was da jetzt gerade noch rot war, wird leicht braun und ich habe schon wieder länger einen Selbstschutz. Und so baue ich mir eine natürliche Bräune auf. Und so kann der Körper das Vitamin D dann davon bilden. Das wird er dann erst in der Leber. Aber wir haben die Chance, gratis da draußen das zu kriegen, was der Körper wirklich braucht. Das ist so ein wichtiger Punkt, das darf man ja nicht übersehen. Ja, somit verabschiede ich mich fürs erste Mal und ich freue mich schon auf die Fortsetzung.